Aloha, ich grüße euch. Ja, wie kann es anders sein? Action Hall, ne? Und ich glaube, ich habe was Neues entdeckt. Ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich zum Action. Das zeige ich euch jetzt mal. Weil ich unbedingt erstmal hier alles rausräumen aus der Box. Also ich bin gerade nach Hause gekommen und schnell was gegessen mit meinem Mann und dann direkt hier ins Bastelzimmer zum Video. Diese Boxen habe ich noch 4 Stück bekommen. Zwei durchsichtige, zwei weiße. Ideal. Also ich brauche noch mehr, weil die kommen in meine neuen Wohnzimmerschränke unten rein, also die man nicht sieht. Weil dann kann ich die schön so rum reinstellen und dann rausziehen und weiß immer, was drin ist. Und genauso habe ich das auch mit der Küche gemacht. Wir haben ja also das Haus ist gemietet, die Küche war drin und leider keine Ausziehschubladen. Und die hier sind ideal. Ich habe überall die Klappboxen, habe aber noch immer ein bisschen Platz daneben. Und da passt ideal das hier rein. Jetzt habe ich in eins alle Tupperdeckel reingetan, nicht alle. In dem Korb sind auch noch welche. In dem einen vom Nicer Dicer das Zubehör und dann habe ich alles am Platz, kann es so rausziehen, kurz kramen und wieder reintun. Hervorragend, super. Also da werden auf jeden Fall noch mehrere folgen. Kosten 1,99. So, dann die habe ich neu entdeckt. Das sind Dekokristalle. Ich wollte es genau sagen, also Steinchen, ne, wollte ich nicht sagen. Und zwar in Rosa, in Klar, in diesem Grün, obwohl ich da, ne, und nochmal in Klar, weil ich die total schön finde. Ich packe die mal aus in so kleinen, das kann direkt in die Tonne. So. Das sind 3 verschiedene Größen drin. So, also wirklich sehr schön zur Deko. Ich glaube, Löchelchen sind da nicht drin. Dann diese Größe. Und dann noch einen Tick kleiner. Sehr schön, aber auch für Schüttelkarten oder so. Wohl so oft bastle ich ja keine Schüttelkarten. Apropos basteln. Da ist ja einmal ein lieber Herr oder keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll, der schon das zweite Mal unter mein Video gepostet hat. Wann bastelst du oder bastel doch endlich mal mit den Sachen, die du ständig kaufst. Danke. Das ist natürlich wieder Sender-Empfänger-Problem. Also, was soll ich dazu sagen? Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist doch meine Sache. Also von daher, klick einfach weiter, wenn es dir nicht gefällt. Und ich habe schon mal gesagt, es gibt ja auch Bastelvideos von mir, aber ich bastel zum Entspannen und da gucke ich meistens einen Film bei oder höre irgendwas und das entspannt mich. Und dann will ich nicht filmen, ne? Und außerdem ist das meine Sache, was ich wofür kaufe. Und wenn ich mir 1000 Blöcke hier hinlege und damit nichts mache, ist immer noch meine Sache. Das wollte ich mal dazu sagen. Geht keinen was an, ne? Und basteln ist ja auch irgendwie ein bisschen sammeln. Das war, jeder hat zu viel, die meisten. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Minimalist bin, ne? Wäre auch nicht mein Ding. Das habe ich auch schon mehrmals betont. So, dann haben wir hier die rosa Steinchen. Und von daher, ich habe den nicht gelöscht, sondern ich habe da was darunter geschrieben. Aber ganz einfach weiterklicken. Das ist. Und ich will nicht motzen, es ist einfach leuchten. Ach, Mensch. So, dann habe ich Pailletten, aber die sind, glaube ich, nicht neu. Also ich weiß es nicht, weil ich habe so gut wie noch nie Pailletten gekauft. Nur da ich jetzt dieses Easy-Sewing-Ding habe und denke, oh, die eine oder andere Paillette kann da auch mal dran, fielen die mir so ins Auge. Ich denke, oh, die nehme ich mal mit. Aber wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob die neu sind. Ich weiß es nicht. Also die Glitzersteinchen haben 96 Cent gekostet. Und das heißt Bastelsteine in der Flasche, 96 Cent. Und die, ich muss gucken, wo sind sie? Paillettenbox, 79 Cent. Ich hoffe, das passt. Das
das nicht blendet. Ich glaube, so ist ganz gut. Na, immer vier Farben drin. Hier schön in diesen Brauntönen. Und hier auch noch mal so rotbraun. Ist total toll. Und ich glaube, ich mache mal irgendwann ein Video, wo ich euch auch mal ein paar E-Mails vorlese, natürlich ohne Namen, die ich so bekomme. Das haut euch die Schuhe aus. Echt. Also manchmal, alter Verwalter. Naja. So, dann noch einmal diese Glitzer-Sticker. Das war auch das Einzige, was da rumlag. Das ist ja selbstklebender Glitzer. Ja, zum Ausstanzen für Planer, für alles, was ich so bastel. Ne? Wenn ich denn bastel, weil ich horte ja nur. Nein, Scherz. So, dann ganz neu, diese Bullet Journals. Die haben auch noch Planer. Aber brauche ich nicht, weil, wie gesagt, ich führe ein Bullet Journal und Filofax und das reicht mir. Und dieses Bullet Journal ist innen schwarz. Ich hatte schon mal ein schwarzes Notizbuch, habe ich leider nicht so oft genutzt. Ich will das auch nicht als Bullet Journal nutzen, sondern ich möchte, die Seiten sind relativ dick, finde ich. Und die kann man auch gut ausstanzen. Ich nehme diese anderen Bullet Journals, ich zeige sie gerade mal, die habe ich nämlich hier neben stehen. Diese alten, hier, sieht man das? Hier, ja. Ich reiße die Seiten raus, ich bastel damit ganz viel. Also ich finde das mega und die würde ich mir auch nochmal holen, weil das brauche ich wirklich, ja, was heißt viel, aber ich brauche es gelegentlich. Und ich finde das total cool zum Basteln. Und das, ja, schwarz mit Punkten hat man selten und von daher wird das auch zum Basteln genommen. Das hat 1,99 € gekostet. Ich gucke aber nach, bevor ich was Falsches erzähle. Es gab natürlich noch verschiedene Varianten. Paillettenbox. Bullet Journal. 1,99 €, genau. Ja, finde ich cool. Also wird zweckentfremdet. Wird mitgebastelt. So, dann, da bin ich schon länger dran vorbeigegangen. Immer so, nimmst du mit, nimmst du nicht mit. Das leuchtet. Kostet 2,99 € und da haben die auch noch einen großen Baum von, der kostet 7,49 €. Da habe ich, ich bin da auch schon immer am Schlawenzeln und ich denke, nee, ich probiere das jetzt erstmal aus, dekoriere einen schönen Teller damit. Wie gesagt, da, die leuchten, da kommt, ich will mal gerade gucken, was da reinkommt. Und es macht Sauerei. Boah, ich bin voller Katzenhaare. Ich habe gerade mit Hetti geschmust. Also Frau Schmitti. Ja, hier müssen zwei Triple A rein. So, das Fach ist hier unten. Und dann leuchten die. Ich finde, und die würde ich halt so quasi das Holz so ein bisschen verstecken und dann drumrum dekorieren. So war der Plan. So, das macht aber echt Sauerei hier. So, dann, ich ganz ehrlich, das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe die ja sonst immer einsortiert und dann konnte ich hinten schon dran erkennen, was ist das ungefähr. Das kann man leider nicht mehr erkennen, weil die alle so sind. Das finde ich ein bisschen schade. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich die irgendwie hier mit einem Aufkleber, dass ich kurz gucke, wie könnte ich den benennen, dass ich weiß, welches Papier. Weil wenn ich jetzt suche, dann muss ich immer rausziehen, rausziehen, rausziehen. Und als die vorher hinten noch rosa oder lila oder blau, dann wusste ich, ah, ich suche rosa Papier, dann weiß ich, den müsste ich rausziehen, ne? Oder die 20 müsste ich rausziehen. Ne, 20, ne, ich glaube nicht. 10 vielleicht. Und das weiß man jetzt nicht mehr. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Und ich meine, ich hätte den in irgendeinem Hall gesehen und ich dachte, oh, mega, den muss ich haben. Aber wenn ich ihn schon habe, ist das nicht schlimm, dann habe ich ihn eben doppelt. Ne? Gehen wir jetzt mal durch. So, das, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es von mir kommt. Also, ob ich es bei mir gesehen habe. Die Schrift ist cool.
Oder in, ich meine aber in irgendeinem Hall, wo ich denke, oh, musst du gucken, ob du den hast. Habe ich halt nicht geguckt. Und heute hatten sie den da liegen und deswegen durfte er mit. So, Punkt. So. Ja, dann hatte jemand gefragt nach unserer Tour nach Holland. Ob wir da mal eine Strecke. Ja, kann ich dann mal machen. Hier wiederholt sich's wieder. Ich blätter trotzdem weiter. Ich kann die Strecke zusammenstellen, aber ganz, nee, nicht ganz ehrlich, wie soll ich sagen? Wenn man denn nach Holland fährt, ne? Manche fahren ja auch nach Holland in den Urlaub, einfach mal gucken, wo will ich anhalten oder wo übernachte ich und dann nach Action-Filialen suchen, nach Vibra-Filialen. Also da, wo ich mit Claudia von Neues bei Action, ich verlinke euch die Gruppe unten rein. So, sehr schön. Und das ist dann das erste. Sehr, sehr schön. Hinfahre, das sind kleine Orte. Das sind wirklich, also ihr dürft euch nicht vorstellen, hier wie Köln-Einkaufsstraße, sondern es sind Mini-Fuzzi-Orte und da sind auch nicht so viel mehr Geschäfte. Ne? Also wenn ich Brunsum, da ist der Action, das ist der Hema, da ist der Vibra, da ist ein Seemann, da gehe ich aber nie rein. Ja, und dann sind da meistens noch Klamottenläden, so ein paar, und Lebensmittelgeschäfte. Das war's. Das ist, ne? Also wirklich klein. Und ja, ich meine, ich habe da gewohnt, deswegen, weil sonst käme ich wahrscheinlich auch nie auf die Idee, nach Brunsum zu fahren. Aber in Brunsum, der Hema zum Beispiel, der ist super ausgestattet. Der ist besser ausgestattet wie der in Herlen, wobei Herlen ja schon mal größer ist. Da ist auch ein, das heißt Choreo Center. Da ist der Mediamarkt drin, da ist der Xenos drin, Hunke Müller, New Yorker, ich weiß nicht was noch alles. Und da ist auch, also das ist so ein bisschen Stadt, aber auch Kleinstadt eher. Aber der in Brunsum, obwohl er ja ein kleines Örtchen ist, ist besser ausgestattet wie der in Herlen. So, das war der Preis, ja. Oh, habe ich jetzt Jahre, ey. Frau Schmidt hier. Die Hedwig Schmidt. So, Glitzertex Mix Matchblock. 1,94. So, und dann muss ich ja sagen, ich habe eben noch ein Video gesehen von, ich glaube, die heißt Konstanze von Kreativsucht. Und zwar, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, die hat Sachen laminiert und zwar nur halb. Also nicht beidseitig laminiert, sondern nur auf einer Seite und daraus Sachen gebastelt. Mega Idee, hat mir total gut gefallen, werde ich auf jeden Fall nachbasteln. Und wenn ich das mache, verlinke ich euch auch den Kanal. Ich kann euch auch jetzt schon mal den Kanal verlinken. Vielleicht habe ich euch neugierig gemacht. Müsst ihr mal reingucken. Also ich finde die Idee mega und da ist total viel Potenzial hinter. Also diese Idee, klasse. So, eigentlich wollte ich sie nicht kaufen, aber sie lagen da rum und dann habe ich grob geguckt. Ich denke, ach, das eine oder andere ist ja doch ganz nett. Hm? Oh, die haben mal wieder viel mit Gold. Aber den Löwen finde ich toll. Hm? Da kann man doch ein bisschen was raus machen. Und zwar ist das hier Color Your Own Postcards and Envelopes. Ne? Postkarten und Umschläge. Und das muss man ja nicht machen. Man kann das ja zweckentfremden. Hm? Hier, die gefiel mir auch total gut. Deswegen habe ich das eigentlich auch mitgenommen, weil ihr wisst ja, auf dieses Folierte stehe ich nicht so ganz. Ne? Aber das ist dezent, das geht. So, das Einhorn. Och jo. Die Faultiere. So, und dann kommen hier die Envelopes. Ich kann ja mal schon mal einen rausreißen. Nicht hier. Und ich gucke, ich habe mich gestoßen. Ich habe voll den blauen Fleck. Und ich glaube, ich das jetzt, obwohl ich kann mir ja Zeit lassen. Ne? Ihr mögt ja lange Videos. Habt ihr gesagt. Und denkt dran, bis Sonntag geht noch meine Verlosung. Meine 3000 Abonnenten-Verlosung. Nochmal vielen, vielen lieben Dank ja, für eure Treue. Finde ich total cool. Nee, kriege ich jetzt nicht auf die Schnelle. Zeige ich euch irgendwann mal.
Ne, von der Seite sieht er so aus. Der ist ja auch mega. Ne, ja. So. Und so. Ist wohl nicht sehr dick. Ne? Oh ja, also ich wäre jetzt auch nicht dramatisch gewesen, wenn ich sie nicht bekommen hätte, aber ja, ist ganz nett. Ich denke mal, dass ich mir die auch alle schon rausmachen werde und verbasteln werde und dann, dass man sie auch nutzt. Ja? Vielleicht liegt dem einen oder anderen Gewinner ja so ein Umschlag dabei. Ne? Und Verena, falls du gewinnst hier, Faultier. Oh, was sind das denn? Otter. Oh, wie niedlich. Seeotter. Sehr schön. So, davon hat einer gekostet, ich glaube 2,39. Ich mache, ja, 2,39. Das war der erste. Dann haben wir hier den hier. Ich muss mal hier wieder. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen, wie behaart ich bin hier? Wie viele Haare da drauf sind? Ich muss gleich erstmal eine Fusselrolle nehmen. So. Ja, und Frau Schmidt und Kalisi kriegen einen neuen Kratzbaum. Da schauen wir mal bei der holländischen Firma Pet Rebels. Da machen wir einen Termin und fahren da mal hin in diesen Showroom und suchen uns was Nettes aus. Ich habe bis jetzt immer beim Kranebruck, ja, günstig, ne? Und wer günstig kauft, der kauft meistens mehrmals. Muss nicht immer so sein, aber ist halt manchmal so. Und ich habe die ja schon, also ich habe da schon länger ein Auge drauf geworfen und habe sie jetzt in Duven, ne, gesehen bei Intratoin. Die hatten auch ganz viele in der Ausstellung, wie stabil und massiv die sind. Und ja, das darf es dann mal sein. In der Hoffnung, es hält länger wie ein Jahr. Sonst kaufe ich wieder billig. Aber was wir schon an Kratzbäumen da ja, verbraucht haben. Und die gibt ja wunderschöne Kratzbäume von tollen Firmen, die das selber bauen. Aber sorry, die mir gefallen, kosten 1.000. Und nee, also ich bin ja kein Großverdiener. Also das ist auch ein bisschen viel, ne? Das, wo man denkt, ja klar, die Arbeit da drin, aber es ist trotzdem nur ein Holzstück zusammengeschraubt mit einem tollen Korb und ich finde es übertrieben. Also es ist schon, da wird mit Tierliebe viel Geld gemacht. Ne? Man hat mal für Handarbeit meistens dann nicht immer das bekommt, was es, also hat ja eigentlich einen ideellen Wert. Man kriegt ja nie, ich rede mich wieder im Kopf und Kragen, ne? Kriegt ja nie das raus. Wisst ihr, wenn man Socken strickt, ne? Die Wolle kostet, was weiß ich, ein Knäuel 5,95. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man zwei Knäuel, sind 12 Euro. Ja, und dann die Arbeit dahinter. Bezahlt ja keiner 30 Euro für selbstgestrickte Socken. Ne? Wobei das wahrscheinlich auch noch zu wenig wäre um die Arbeitszeit. Ne? Also ich hatte eine Bekannte, die auch Strickkurse gegeben hat und halt also leidenschaftlich Wolle gesponnen hat, gestrickt hat und die Sachen halt auch verkaufen wollte und sie nicht los, die hat es aufgegeben, macht nur noch für sich selbst, weil sie sagt, ich krieg das nicht, ich krieg das einfach nicht den Wert. Ne? Wenn ich an einen Strickmantel, wenn ich da dran sitze, dann brauche ich schon ein bisschen Geld dafür, um halt meine Arbeitszeit, aber ja, ist halt schwierig. Oder man muss halt die richtige Kundschaft haben, ne? Die ein bisschen Schotter an die Füße haben. So. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Na, ich glaube, das ist der schönste von allen. So. Ja, Pet Rebels, da bin ich ja drauf gekommen. Ja, Pet Rebels. Auf jeden Fall kriegen die beiden Mäuse einen neuen Kratzbaum.
Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem der andere, ich habe den jetzt so ein bisschen geflickt und so, weil der steht ja halt das Wohn-, Esszimmer und Küche in einem. Und es steht halt da im Wohnbereich, wo man immer ein Auge drauf hat. Und es sieht dann halt irgendwie usselig aus, ne? Finde ich. Wie gesagt, im Moment geht's noch. Wir müssen erst mal gucken, ob wir uns da mit dem Preis einig werden und welches Modell und überhaupt und so. Naja. So. Ja, das war mein Haul. Reicht ja auch schon wieder. Vor allem nächste Woche steht ja die Tour an. Außer es werden hier noch Sanktionen verhängt. Also, dass man nicht hier shoppen kann und wieder alles Lockdown-technisch. Denke ich nicht. Da möchte ich auch was zu sagen. Da war auch wieder ein Kommentar. Den habe ich gelöscht, weil es kann keiner nachvollziehen. Ich wohne hier an der Grenze, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich bin in 7 Minuten in Holland, ja, über die Grenze noch schneller, aber bis zum nächsten Laden. Wenn ich hier zum Aldi fahre, da fahre ich 5 Minuten hin. Da treffe ich genug Holländer. Da ist auch alles zweisprachig. Die Durchsagen sind zweisprachig. Ich muss nicht über die Grenze, um Niederländer zu treffen. Die kommen schon hier rüber. Und umgekehrt ist es genauso. Und hier sind auch keine Grenzkontrollen. Ihr müsst das unterscheiden. Also das sind jetzt wieder ganz wenige, die ich anspreche, die dann urteilen. Es sind Urlaubsreisen verboten, ne? Und normal Alltag einkaufen ist erlaubt. Okay, lässt sich drüber streiten, ob Bastelmaterial normaler Einkauf ist. Also ich würde sagen, für mich schon, ne? Eigentlich schon, gehört zu meinem Alltag. Aber wir halten Abstand, wir haben Desinfektionsmittel mit, wir tragen Masken. Von daher, ne, und ich bin auch, ich meine, was verspricht man sich von so einem Kommentar? Keine Ahnung. Einfach weiterklicken, deabonnieren oder tschüss. Ne? Ich mache hier, ich rede Corona auch nicht klein. Ich habe Respekt vor Corona und ich will mich auch nicht anstecken. Will sich keiner anstecken. Aber dass ich hier Yokohe-Touren mache, nee, also es sind auch einige YouTuber, die dann sagen, nein und noch und nur. Und das war ja nur, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ja, die dann eigentlich sagen, ja, eigentlich, nee, ich bin ja gegen Einkaufen, aber hier habe ich den nächsten Haul. Also, die labern, ne, in der Theorie, aber praktisch legen sie, also das ist direkt so. Also ein Widerspruch in sich, wo ich denke, und ich stehe dazu, ich gehe normal einkaufen, die Läden haben offen und man muss anstehen hier nicht. Ne? Wir sind ja am A der Welt. Also ich habe noch nicht angestanden. Aber es ist Abstandsregel, es sind überall Desinfektionssachen. Es wird Maske getragen. In den Niederlanden war bis jetzt noch keine Maskenpflicht, aber selbst da trage ich Maske. Ne? Also von daher, regt euch nicht auf. Ne? Und ich möchte und ich werde diese Kommentare auch wirklich löschen, weil Unsinn. Ne? Finde ich. Aber das ist, jeder hat seine eigene Meinung. Ich habe auch meine und die vertrete ich und das ist mein Kanal. Und ich werde das posten, was ich für richtig halte. Ne? Und ich will ein bisschen unterhalten, meine Freude teilen. Und bei den meisten gelingt mir das. Und ein paar Stinkstiefel hat man immer dazwischen. Gut. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal ein Video dazu drehen soll, was alles so bei mir ankommt, an Kommentaren, an Nachrichten, sei es über Facebook oder per E-Mail. Das ist manchmal echt gruselig. Ich weiß nicht, ob ich schon einige gelöscht habe. Und wenn, aber ich kann ja so ungefähr, also ein paar habe ich noch, da zieht einem schon mal die Schuhe aus und man denkt, na, nee. Aber so ist es halt und nicht jeder mag jeden und ich weiß auch nicht, was die Leute sich davon versprechen, mich da maßregeln zu wollen. Es geht ja auch um Betteln, um alles Mögliche. Ne? Das ist, ja, oder Listen schicken mit, also da hängt schon eine Datei dran mit 28 Artikeln, die ich bitte besorgen soll, weil sonst der Sohn so traurig ist und ja, oder ja, am besten noch selber kaufen, weil arbeitslos und da kann ich meine, da tut mir leid, ne? Da kann, aber ich sag mal, ich gehe für mein Geld arbeiten. Es kann nicht jeder was dafür, der arbeitslos ist, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber ich habe auch mein Budget und damit komme ich aus. Mein Mann toleriert mein,
mein Hobby, ne? Da sagt sie auch schon mal, ne? Also so geht's noch und so auch noch, aber so nicht mehr. Nein. Das ist halt mein Ausgleich und keiner kennt meinen Hintergrund. Und ich gehe ja auch nicht zu, was weiß ich, was soll ich jetzt sagen, zu meinem Chef oder zu Geissens und sagt, ihr habt so viel Geld, spendiert mir doch mal einen Urlaub. Das ist doch, ich würde auch gerne mal so toll reisen wie ihr, aber ich habe das Geld nicht. Ja, nicht jeder hat diese Mittel zur Verfügung, ne? Obwohl wir ja, also wir reden vom Action, ne? Also, ja. Gut, dafür verkneife ich mir manch andere Sachen und wir fahren auch nicht großartig in Urlaub, obwohl wir das immer planen. Aber wir sind ja ziemlich neu in dem Geschäft mit Rollstuhl und da müssen wir uns dann mal dran wagen. Ne? Aber das ist auch extra teuer und deswegen findet das nicht, also erstmal nicht statt. So, jetzt genug geredet, weil ich wollte ja irgendwann auch mal noch dieses Frage-Antwort-Video drehen. Da muss ich aber echt Muße zu haben, weil ihr hattet mir ja einige Fragen gestellt. Mache ich auch noch irgendwann, aber dann wieder mit Gesicht, ne? Und ja, und da ist Emmy. Emmy, komm mal. Schaut. Ich glaube, die will leckerschen. Deswegen beende ich das Ganze jetzt. So, ich hoffe, nicht zu viel gemotzt. Nein, eigentlich nur erklärt. Das ist kein Gemotzer. Also, bitte, ne? Gut. Das nur meine Meinung mitteilen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.